entering the escape pod. Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront Commentary. Heute haben wir zwei Gameplays, da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich länger Zeit brauche als nur das erste Gameplay. Eingesendet vom Aftermath einerseits und andererseits von der dicken Seko, beides sehr aktive Abonnenten meines Kanals, die auch sehr viel mit mir interagieren auf den Social Networks. An euch viele Grüße, Links sind natürlich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Einsenden der Gameplays und ja, ansonsten war es das aber gameplay-technisch an Thema heute. Was heute nämlich eigentlich Thema ist, ist meine Rückkehr nach Deutschland. Ja, es ist wirklich wahr, seit zwei Tagen, und die Leute, die mich auf den Social Networks verfolgen, wissen das, bin ich wieder in Deutschland, ich bin zurückgekehrt und es ist wahnsinnig schön, zu Familie und Freunden zurückzukehren. Ich hatte einen grandiosen ersten Abend, wo ich nicht nur mit meiner Familie und meiner Freundin zusammengekommen bin, sondern dann zum Abendessen mich auch mein bester Freund und mein Handballtrainer, mit dem ich auch auf persönlicher Ebene relativ gut befreundet bin, noch besucht haben. Wir haben viel gelacht und haben einfach wieder die gemeinsame Gesellschaft genossen. Und ja, ein Jahr ist schon eine ziemlich lange Zeit und jetzt ist es auch einfach geil, wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Lima ist eine total moderne Stadt, aber trotzdem gibt es einfach so Eigenarten, die jetzt hier in Deutschland ganz anders laufen. Sowas wie eben Infrastruktur, der Verkehr und so weiter, die Distanzen natürlich. Ich meine, in Lima, also hier bei uns fährst du halt, zumindest da, wo ich jetzt wohne, fährst du 4 Stunden, dann bist du in Holland, nicht nur an der holländischen Grenze, sondern komplett bis am Meer. Und dort kannst du halt 2 Stunden fahren, bist immer noch in derselben Stadt. So, das sind halt Distanzen, das ist dann irgendwann kann das auch nervig sein, gerade wenn man dann zusätzlich auch noch im Verkehr steckt und so weiter. Und das ist nur eine von vielen Sachen, wo ich unglaublich froh bin, auch jetzt wieder dieses Kontrastprogramm zu haben. Es gibt unglaublich viele so banale Sachen, an denen ich mich jetzt total erfreue. Ganz oben mit dabei sind ganz viele Lebensmittel. Also wie geil, was für eine orale Ekstase es einfach für mich im Moment ist, einfach nur ein fucking Roggenbrot essen zu können oder ein Schwarzbrot. Das ist im Moment für mich noch absolutes Highlight. Und dann eben so Sachen wie Nutella, süßer Senf oder einfach zu wissen, genau wie die deutsche Mayonnaise schmeckt. Das ist so total banale Sachen, und aber die sind genauso groß eigentlich, wie mich mit Familien und Freunden wieder zu vereinen, weil das einfach irgendwie zu dieser Gesamtexperience Deutschland gehört, die ich jetzt über ein Jahr nicht mehr hatte. Nun, jetzt soll es aber auch darum gehen, um etwas unangenehme Nachrichten, die auch indirekt oder eigentlich ziemlich direkt sogar mit dem hier zu tun haben, was ihr um mich rum seht. Und die aufmerksamen Leute unter euch, die auch mich schon länger kennen und meine Videos mit Facecam oder auch meine Vlogs gesehen haben, werden wissen, dass dieser Raum, in dem ich mich hier befinde, nicht mein altes Zimmer ist, was ich bisher hatte. Und es liegt daran, dass es halt tatsächlich auch nicht mein Zimmer ist, sondern das neue Zimmer in dem neuen Heim. Es ist nämlich so, dass wir unser altes Zuhause verloren haben. Mit wir meine ich meine Eltern und ich, die wir vor meiner Ausreise nach Peru zu dritt in dieser 2-stöckigen Wohnung mit Garten gelebt haben. Und leider wurde uns die relativ unangenehm genommen, und zwar indem der komplette 2. Stock ausgebrannt ist. Ja, wirklich wahr. Ausgebrannt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das Feuer ist in einem Raum ausgebrochen, aus immer noch ungeklärten Umständen, leider. Aber eine wirkliche Rolle spielt es ja eigentlich auch nicht für die Konsequenzen danach. Dieser eine Raum, wo das Ganze entstanden ist, ist komplett ausgebrannt. Und obwohl das Feuer nicht den Raum verlassen hat, so ist der Ruß, der jetzt noch als Rückstand von dem Rauch bleibt, der oben durch das Stockwerk gezogen ist, dieser klebrige Ruß, der sich auf die ganzen Gegenstände gelegt hat, der hat dafür gesorgt, dass die komplette obere Etage als Totalschaden deklariert worden ist von den Brandsanierern, und deswegen 90% der Dinge, die dort oben waren, entweder verbrannt oder eben im Nachhinein weggeschmissen wurden. Es sind wirklich nur noch vereinzelte Dinge mit persönlichem Wert oder sowas wie Dokumente oder sowas, die wir dann in eine Ozonreinigung gegeben haben, wo man dann wenigstens den Geruch
aus diesem Zeug rausbekommt, der natürlich extrem ist. Man muss sich das vorstellen wie dieser typische Lagerfeuergeruch in den Klamotten, nur halt hoch 200 oder so. Das war wirklich extrem und natürlich auch ein bisschen schwer, gerade für meine Eltern, die ja da waren, im Gegensatz zu mir, als das Ganze passiert ist, sich daran zu gewöhnen, ja, dass dieser Rauch, der sie dann automatisch an diese Katastrophe erinnert, irgendwie dann jetzt auch in den Sachen hängen bleibt. Und deswegen, ein Großteil ist einfach weggeschmissen worden. Wir haben das große Glück, dass wir tatsächlich seit 4 Jahren, also relativ frisch eigentlich, einen Versicherungsschutz haben. Aber auch da tröpfeln die Beiträge, die uns quasi das allermeiste erstatten sollen, auch eben nur so tröpfchenweise ein. Und deswegen kostet es jetzt schon seit mehreren Monaten und jetzt eben immer noch extrem viel Kraft, extrem viel Zeit, sich wieder neu einzuleben. Und zum Glück haben meine Eltern genügend Stärke bewiesen, dass sie relativ schnell sich wieder erholen konnten aus dieser Schocksituation und tatsächlich angefangen haben, das Positive aus dieser Katastrophe zu sehen, was als Konsequenz hat, dass sie etwas verwirklicht haben, womit sie eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit spielen, einen Gedanken, nämlich daran, ein Haus zu kaufen. Und in diesem Haus sitze ich gerade. Jetzt sind wir also hier. Meine Eltern haben tatsächlich, nachdem sie Jahre und Jahre immer wieder da gehabert haben, ja, wirklich jetzt den Schritt zu machen und zu sagen, wir kaufen uns das Haus jetzt, sondern immer nur so theoretisch überlegt haben, haben sie jetzt gesagt, okay, vielleicht nehmen wir das als Omen, vielleicht nehmen wir das als Zeichen, vielleicht soll es so sein, dass wir genau jetzt uns ein Haus kaufen, haben relativ schnell ein Haus gefunden, was ihren Ansprüchen zusagt. Es ist auch, das kann ich jetzt auch nach meiner Rückkehr eben sagen, ein sehr, sehr hübsches Haus. Es ist ein bisschen weiter draußen auf dem Land, was natürlich es ein bisschen schwierig macht, zu meiner Freundin, zu meinen Freunden zu gelangen, weil es eben dann jetzt ein bisschen längere Fahrt ist. Aber letztendlich muss das Haus natürlich auch etwas für meine Eltern vor allem sein, denn ich werde letztendlich natürlich auch hier wahrscheinlich nur so lange leben, wie ich irgendwann anfange zu studieren. Denn sobald ich studiere, werde ich mir natürlich auch so oder so eine eigene Wohnung oder halt eben eine WG suchen, die näher an meiner Universität ist. Da aber in dieser Hinsicht noch nichts entschieden ist und ich mich jetzt in dieser Orientierungsphase, in dieser Zwischenphase befinde, wohne ich natürlich jetzt hier erstmal in diesem Haus. Ja, das Haus an sich und natürlich auch mein Zimmer sind noch ein absolutes Chaos eigentlich. Oder absolutes Chaos ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt schon ein paar Räume, die ziemlich heimelig sich ansehen, aber es fehlt eben noch viel. Zum Beispiel hier in meinem Zimmer. Ihr hört, dass der Schall extrem hallt hier drin. Liegt daran, das Zimmer hat eben noch nicht besonders viele Möbel, keine Teppiche, nichts, was wirklich den Sound schluckt. Und dabei ist es eben ein relativ großes Zimmer und deswegen hallt das Ganze jetzt noch so ein bisschen. Ich lebe halb aus irgendwelchen Umzugskartons, halb noch aus meinem Koffer, der noch nicht ganz ausgepackt ist. Und es ist alles so ein bisschen provisorisch, ja, so ein bisschen interimsmäßig. Auch zum Beispiel mein PC, das ist das, was euch vielleicht am meisten interessiert, da sozusagen ja der PC mein Herzstück von meinem Content Creating ist, ist noch nicht ganz zusammengebaut. Ich habe ja glücklicherweise hier den Laptop, den ich in Peru mit hatte, den ich mir speziell für Peru und dann auch fürs Studium gekauft habe, sodass ich nicht ganz infrastrukturell abgeschnitten bin, was jetzt Internet anbelangt. Aber natürlich soll es langfristig auf den Desktop-PC wieder hinauslaufen. Und der Desktop-PC ist tatsächlich eigentlich so gut wie mein alter PC, von dem logischerweise das Gehäuse aus gewechselt werden musste. Aber jetzt tatsächlich noch mit ein bisschen mehr RAM drin, der auch tatsächlich jetzt dann auch übertaktet wird. Und eben in einem neuen, schickeren Case. Aber es fehlen eben Tastatur und Maus, wo ich jetzt halt so ein bisschen so eine Ramsch-Tastatur und eine Ramsch-Maus habe, die so ein bisschen provisorisch dann eben auch funktionieren, aber vor allem Monitore. Ich habe noch keine Bildschirme, ich habe noch keine Boxen, die ich auch brauche für das Content Creating. Es ist also alles noch vereinzelt da, aber es fehlen eben dann auch ein paar Herzstücke für gerade meine Multimedia-Ecke hier am Schreibtisch. Es ist also alles noch eine ziemliche Baustelle, das ganze Haus eigentlich, es gibt sehr, sehr viele kleine Baustellen, aber man kann, wie ich finde, schon absehen, das hier ist ein Haus, wo man es sich durchaus heimlich einrichten kann und ich freue mich darauf, jetzt auch aus Peru zurückgekehrt zu sein nach Deutschland und endlich auch die Macht zu haben, meinen Eltern unter die Arme zu greifen, denn gerade mit dieser Katastrophe, mit diesem Brand und so weiter, die größte Scheiße für mich persönlich war, mein größtes psychisches Problem dabei, oder psychologisches Problem, nicht psychisches Problem,
war, dass ich von Peru einfach komplett machtlos war, dass ich nicht viel mehr tun konnte, als per Skype-Videotelefonat meinen Eltern ein bisschen seelischen Beistand zu leisten. Aber das ist für mein Gefühl nie so wirklich das gewesen, was ich machen wollte. Ich wollte mit anpacken. Ich wollte meinen Eltern helfen, das zu durchstehen. Und das konnte ich einfach nicht. Ich war machtlos, ich war zu weit weg, als dass ich da irgendwie etwas hätte machen können. Ich hätte auch meinen Freiwilligendienst abbrechen können. Ich denke, das wäre ein legitimer Grund gewesen. Aber das wollte ich gleichzeitig auch nicht, weil es auch für meine Selbstbestätigung nicht so richtig funktioniert hätte. Ich hätte nicht gewollt, dass diese Katastrophe, dieses Feuer, obwohl es natürlich ein Schock war, aber dass es so sehr in mein Leben eingreift, dass es tatsächlich mich dazu zwingt, irgendetwas, einen Traum von mir, den ich verwirklicht habe, abzubrechen frühzeitig. Das hätte ich mir wahrscheinlich ein Leben lang nicht verziehen. Und deswegen war das für mich nie eine Option, dann eben nach Hause dafür zurückzukehren. Jetzt bin ich aber hier. Ich kann endlich mithelfen. Ich kann endlich anpacken. Ich komme hier gleichzeitig also mit meinen Eltern. Nicht nur muss ich mich wieder an das alte Leben gewöhnen, sondern das alte Leben ist eigentlich jetzt auch in einem völlig neuen, mit völlig neuen Rahmenbedingungen. Und das ist vielleicht auch eine Art Vorteil, weil wir jetzt zu dritt auch ein neues Leben beginnen und ich nicht plötzlich einfach zurückkomme in irgendwas, was andere Leute für mich schon weitergelebt haben, längere Zeit. Hat also auch seine Vorteile. Abgesehen davon, dass natürlich ich mich hier jetzt dadurch, dass ich zum Beispiel irgendwelche Klamotten verbrannt sind, die ich wahrscheinlich eh hätte ausmisten können und ich dafür dann jetzt die Versicherungssumme kassiere, kann ich mir davon natürlich auch tolle Sachen kaufen. Ja? Also ihr seht schon, ich kann inzwischen da schon ein bisschen humoristischer drüber reden. Vor einigen Monaten jedoch, als das Ganze passiert ist, das Ganze ist passiert im Oktober 2015, konnte ich darüber noch nicht wirklich gut reden. Und das war auch der Grund, warum jetzt so lange auch nichts gekommen ist. Ich habe 3 Videos in Peru gemacht. Ich habe ein bisschen geteased, dass es sein kann, dass ein bisschen mehr kommt. Und letztendlich ist daraus doch nichts geworden. Und es lag vor allem an diesem Event. Abgesehen von der Zeit, die ich natürlich in Peru auch mit meiner Arbeit verbracht habe, hat das mir dann eben noch den letzten Rest Freizeit geraubt, den ich theoretisch hätte. Es gibt im Wesentlichen also noch 2 Videos, um jetzt mal zu den Sachen zu kommen, die jetzt zu erwarten sind in nächster Zeit. Es gibt im Wesentlichen 2 Videos, die ich euch jetzt noch schulde. Zum einen ist es die Anti-Mailbox-Spezialfolge mit euren Fragen zu Peru. Zum anderen ist es ein Real-Life-Video, das ich auch dementsprechend auf meinem Real-Life- bzw. Kurzfilm-Kanal hochladen werde, wo ich auch diese ganzen Videos für meinen Blog und so weiter hochgeladen habe. Das wird gar nicht hier auf dem Anti-Gaming-Channel landen, aber es war trotzdem etwas, was jemand von euch in den Kommentaren requested hat, nämlich ein Real-Life-Vlog-Video, wo ich für einen Tag lang mal meinen Tagesablauf dokumentiere. Das sind beides Projekte, die ich angefangen habe, aber durch diese Events eben liegen geblieben sind, die ich euch aber immer noch schulde und die ich auf jeden Fall auch zu Ende bringen will und werde. Das ist also kurzfristig zu erwarten, dann will ich aber auch unter das Thema Peru einen Schlussstrich ziehen. Ihr könnt mir dann noch, wenn ihr wirklich, wirklich daran interessiert seid, gerne natürlich auch, wenn Fragen nach dem Anti-Mailbox-Video immer noch offen geblieben sind, natürlich auch immer per privater Nachricht stellen. Aber ich glaube, dass der Großteil meiner Zuschauer so ein bisschen jetzt ermüdend reagiert auf diese ganze Peru-Thematik, denn immerhin waren meine letzten 3, beziehungsweise wenn man mein Abschiedsvideo vor meiner Ausreise mitzählt, eigentlich die letzten 4 Videos auf meinem Kanal, alle zum Thema Peru. Und es gibt Leute, die das interessiert, es gibt aber auch eine ganze Menge Leute, die das nicht so sehr interessiert, beziehungsweise zumindest nicht mehr nach 4 Videos, die es jetzt um Peru ging. Diese Videos will ich noch zu Ende machen, die schulde ich euch, die habe ich angekündigt. Danach ist aber auch thematisch erstmal mit Peru soweit Schluss. Danach bin ich dann ja auch hoffentlich jetzt in ein paar Wochen wieder back on track, was mein Equipment angeht, hab wieder ein neues Mikrofon, das ist auch noch so eine Sache, die ich noch kaufen muss und so weiter. Alles, was ich sozusagen für das Content Creating brauche, um auf den gleichen Qualitätsstandard zu kommen, wie ich ihn das vor Peru hatte. Und dann sind wir back on track und dann können wir gerne auf eine langfristige Zukunft zulaufen und sehen, inwieweit mein Kanal eben wiederbelebt werden kann. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, dieses Video hat alle Fragen zur letzten Zeit geklärt. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder da. Ich freue mich, wieder da zu sein und werde jetzt in den nächsten Wochen alle möglichen Sachen abarbeiten, Leute besuchen und Dinge essen, die ich jetzt seit einem Jahr schon nicht mehr gegessen habe. Sowas wie Döner. Oh mein Gott, Döner oder Gyros muss ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen jetzt mal essen. Da sitze ich wirklich auf heißen Kohlen. Das
endlich wieder essen zu können. Deutschland ist ein geiles Land, Leute, lasst es mich wirklich sagen, egal wie sehr ich natürlich auch Peru genossen habe, aber Deutschland hat seinen ganz eigenen Flair, auf den ich mich jetzt freue. Und nachdem ich das gesagt habe, würde ich sagen, ich hoffe, sowohl Gameplay als auch Commentary haben euch gefallen. Ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Antti.